Ja, ich werde oft gefragt, wo hast du denn dein immenses Wissen her? Ganz einfach. Erstens mal bin ich schon etwas älter. Zweitens mal habe ich bei einer der führenden Unternehmungen in Deutschland, die es damals gab, eine Ausbildung gemacht. Und zwar bei der Deutschen Vermögensberatung. Heute als Deutsche Vermögensberatung, damals 1981, als ich dort angefangen habe, hieß sie Allgemeine Vermögensberatung. Was ich da gelernt habe und auch verdient habe, ist unbeschreiblich. Jeder, der zu mir kommt und mich fragt, was kann ich denn tun, wie kann ich denn mein Einkommen vergrößern, wie kann ich denn irgendetwas machen, wie kann ich denn Know-how lernen, dem sage ich, bitte, hier ist derjenige Vermögensberater, dem ich es zutraue, es dir beizubringen und dem ich zutraue, dir auch zu helfen, erfolgreich zu werden. Melde dich bei mir, ich kann dir sicherlich helfen und sagen, wer der Richtige für dich in deiner Region ist. Nicht jeder Vermögensberater ist auch qualifiziert und hat ein Know-how, ein gewusst wie, um es dir beizubringen. Die Grundlagen der Motivation, des Geldanlegens und der Grundbedürfnisse, die wir Menschen haben im Bereich Finanzen, lernst du da. Ich habe da viel gelernt. Natürlich ist die Weiterbildung jetzt auch noch heute mein Steppenpferd. Ich lese sehr viel und ich bin auch immer dabei, mich am Markt zu betätigen. Das heißt an Informationen. Ich schaue mir viele YouTube-Filme an, ich schaue mir viele TikTok-Filme an und wenn dich das interessiert, wie es weitergeht, wie ich dir vielleicht helfen kann, folge mir. Mach das Plus weg und ich zeige dir vielleicht, wie du erfolgreich werden kannst. Viele reden über die deutsche Vermögensberatung nicht positiv. Das liegt aber daran, dass sie vielleicht an den falschen Berater gekommen sind und vielleicht auch die falsche Einstellung dazu hatten. Aber ich glaube, 6 Millionen Kunden, die sie momentan haben, die können sich nicht irren. Also, wenn du Informationen brauchst, ich zeige dir auch den richtigen Berater. Darauf kommt es nämlich an.